Hallo und herzlich willkommen zur dritten Untersuchung der Ruine der Hohenseeburg. Und wir möchten gerne versuchen, das, was wir die letzten Male gesehen haben, aber nicht dokumentieren konnten, weil die Kameras nicht gerade an der Stelle waren, wo wir sie leider gebraucht hätten, zu verifizieren und jetzt auch mal mit der Kamera einzufangen und natürlich auch zu klären, wie ist es mit diesem Hang gewesen, warum sind da Geräusche gewesen, stand das von Tieren, waren das Nachtkletterer? Und das wollen wir heute versuchen, dass wir da der Sache nachgehen, versuchen zu schauen, kommen wir selbst irgendwie auf diesen Hang sicher drauf, also in Lebensgefahr werden wir uns nicht begeben. Und natürlich allgemein dann nochmal zu schauen, können wir eins der anderen Sachen, die wir beobachten durften, vielleicht noch mit der Kamera einfangen. Sicherlich fragt ihr euch, warum ist das Intro denn nicht bei der Hohenseeburg selbst, sondern hier in meiner, ich nenne es mal allgemeinen Location, in der ich auch die Theorievideos mache. Ja, es hat leider einen etwas traurigen Grund, und zwar, wir mussten die Untersuchung aufgrund von so massiver Störungen abbrechen, dass wir auch das Intro nicht noch dort drehen konnten, sondern tatsächlich bemüht waren, unsere Sachen alle beisammen zu halten, dass die Sachen nicht wegkommen, weil es gibt so Besucher, sage ich mal. Das ist öffentlich geht, das ist auch nicht schlimm, dass da Leute vorbeikommen, das ist in Ordnung. Es war nur an dem Tag sehr unerwartet, denn es war kalt, es war nass und es war spät. Das sind eigentlich so Sachen, von denen wir erwartet haben, dass wir dann weniger Besucher als sonst haben werden. Das Gegenteil war allerdings der Fall. Und wie gesagt, solche Besucher, wir hatten wie immer auch ein paar sehr nette Leute getroffen, mit denen konnte man reden. Die haben sich teilweise kritisch, teilweise positiv zu der Sache geäußert. Allerdings jeder relativ offen, hat zugehört und dann auch betrachtet, was man hier macht. So ist es okay. Natürlich tut das technisch gesehen auch irgendwie eine Untersuchung stören. Denn es verzögert sie und in dem Moment, wo man was aufnimmt, gerade kann man das nicht als Beweis anführen, selbst wenn man es hatte, weil man sagen kann, okay, es kam von der Störung. Es sei denn, es ist natürlich eindeutig ausschließbar, aber das macht es halt immer schwerer. Solche Besucher stören uns in der Regel auch nicht in dem Sinne, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich schon, aber es ist okay. Und dann gibt es auch da die anderen, die wir Gott sei Dank selten haben, die dann so massiv stören, dass wir gar nichts mehr damit anfangen können. Und hier war es wirklich extrem, extrem. Das war eine Gruppe Jugendlicher gewesen von mehr als 10 Mann. Die sind vielleicht sonst auch komplett in Ordnung, das möchte ich jetzt quasi gar nicht beurteilen. Ich kenne sie ja gar nicht gut, ne? Aber an dem Abend waren die alle doch ganz schön betankt. Oder anders ausgedrückt, die hatten ganz schön viel getrunken. Das hat man ihnen auch angemerkt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da so 10 und mehr waren es ja sogar noch betrunkene Leutchen rumhupsen und man ist dann selbst zu zweit, hat überall den Aufbau, dann muss man natürlich gucken, dass die Sachen auch nicht wegkommen, was natürlich bei Betrunkenen sehr, sehr schwer ist. Die Hemmschwelle geht nämlich dann sehr, sehr schnell runter. Die haben in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so richtig bewusst, was sie machen, aber naja, der Alkohol, das kennt wahrscheinlich jeder, verleitet dazu, auch gar nicht mehr Blödsinn zu machen. Deswegen waren wir sehr bemüht, immer zu schauen, sind unsere Sachen da, weil sie die teilweise auch genommen haben. Am Ende waren wieder alle da, weil einer hat sich dann von denen auch darum gekümmert, dass die Sachen, die wir quasi nicht bei uns behalten konnten, weil halt wir könnten auch nicht überall sein bei so vielen Leuten, dass sie wieder zurückkamen. Also am Ende gut, alles von unserem Zeug ist wieder da gewesen, wo es hingehört am Ende. Aber wie gesagt, wir mussten unterbrechen und um euch mal zu zeigen, wie schlimm der Alkohol auf diese jungen Männer gewirkt hat, möchte ich euch mal kurz einen Ausschnitt zeigen, damit ihr auch versteht, dass wir nicht einfach so klein beigegeben haben, keine Lust hatten oder was auch immer, sondern dass wir tatsächlich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier abbrechen. Scheiße! Geh doch näher rein! Bruder, ich hab ein bisschen Angst. Ja, komm raus! Ey, deswegen bist du einfach weiß! Sei alle, bin weiß geworden! Zeig mal. Junge, man sieht nur deinen Penis. Ja, geh mal weiter nach hinten, geh mal weiter nach hinten. Warum holst du den jetzt raus? Spaß. Geh mal weiter nach hinten, weiter. Krank, krönt ihr sehen, weiter. Was ich mache? Junge, auf, Junge, Walla hat seine Hose runter. Was machen Sie, aber box das schon. Natürlich, man sieht das alles. Guck mal. Ey, kommen Sie mal her, kommen Sie schnell her. Warte. Ja, film doch. Steuerfahrer. Ey, Entschuldigung, kommen Sie schnell her. Kommen Sie, sehen Sie das? Was der Verrückte. Ja, und so wie ihr das da gerade gesehen habt, ging das dann noch locker eine Stunde weiter. Dann hatten sie sich entschieden, kurz mal wegzugehen. Die Gelegenheit haben wir natürlich genutzt, alles soweit es ging einzupacken. Dann sind die auch nach
ich weiß gar nicht, wie lange die weg waren, 20 lang, 10, 15 Minuten wieder da gewesen und haben gesehen, dass wir eingepackt haben. Und ja, wir sind dann mehr oder weniger gleichzeitig gegangen, wenn auch in verschiedene Richtungen. Und ja, wir haben nicht gewusst, ob sie wiederkommen. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, es bringt nichts mehr. Es war dann schon auch, so muss ich überlegen, es war der Tag der Zeitumstellung. Das heißt, nach der Zeitumstellung war es dann 3.40 Uhr ungefähr gewesen. War also dann auch nicht mehr so sinnvoll, dann noch länger da zu bleiben. Und deswegen mussten wir halt leider abbrechen. Ich möchte euch trotzdem natürlich im Video noch zeigen, was wir hatten, was wir verwerten konnten und hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und naja, das ist halt mal ein Einblick quasi in die Seiten des Nachteils, wenn man an einem öffentlichen Platz eine Untersuchung macht, dann seht ihr das vielleicht auch mal. Wie gesagt, sonst ist das nicht so schlimm, sonst hat man immer freundliche Leute, mit denen hält man einen kleinen Plausch und ist meistens sogar sehr konstruktiv und nett, aber hier, ohne dass sie es höchstwahrscheinlich wirklich böse gemeint haben, war es aber trotzdem natürlich aus unserer Sicht eher destruktiv. Viel Vergnügen trotz allem mit dem Video noch. So, wir befinden uns hier am Hang, wo der Jan zuerst die Geräusche gehört hatte und ich dann später auch, wo es dann richtig laut wurde, was wir aber nicht komplett auf der Kamera drauf hatten. Deswegen, hier ist jetzt nochmal der Gang. Und Ziel ist es jetzt natürlich zu testen, war das ein Mensch, gibt es da einen Weg oder auch nicht, woher kam das? Und ihr seht, es ist neblig, es ist Herbst, es ist etwas feucht, aber es geht. Und wir schauen mal, da erinnere ich mich noch, wo ich sagte Camper, das ist natürlich nicht ganz richtig, aber da steht der Wagen. Und wir wollen irgendwie hier runterkommen. Und das möglichst ohne erstens zu sterben. Und zweitens sieht es da allerdings flach aus. Also gut möglich, dass einer lang gelatscht ist. Ist allerdings massiv verboten. Haben wir extra nochmal nachgeschlagen. Der Jan nebenbei ist gerade beim Aufbau. Und ja, dann schauen wir mal wegen Monitoring, wie es dann weitergeht hier, weil wir hatten ja wie gesagt noch ein paar Sachen gehabt, die wir so nicht dokumentieren konnten, die wir allerdings selber gesehen und gehört haben.
Schulmeistersteinbruch. Perfekt, ich habe mir die Karte angeschaut. Der Schulmeistersteinbruch ist ziemlich weit entfernt von der Burg. Na gut. Ich befürchte, dass ich gerade die ganze Klippe runtergehe. Vielleicht um nichts zu finden. Weil so weit entfernt war es auch nicht. So, eindeutig eine Aussichtsplattform, sogar eine, von der man was sehen kann. So ein Blick nach hinten, gut. So. Hier geht es noch ganz tief ab. Und die Burg ist irgendwo in der Richtung. Wenn ich hier weiter runter gehe. Naja, wir versuchen es einfach. Allerdings ist es Quatsch. Weil, selbst wenn ich unten ankomme, sind 70 Meter Unterschied. Das hört man nicht bis hoch. Unmöglich. Ihr seht, was ich jetzt schon weggelaufen bin. Das muss ziemlich direkt bei uns gewesen sein. Ich frage, ob es überhaupt weiter runter geht, aber stimmt. Hier, da geht es wieder weiter. Da hinten geht es dann auch noch rum. Es führt eigentlich fast wieder. Eigentlich führt es gar nicht richtig weiter. Deswegen, wir machen jetzt wieder einen Aufstieg. Ja, was wir machen sollten ist, mal trotzdem in die Richtung hoch zu leuchten, wo ungefähr die Burg sein müsste. Nehmen wir diesen Aussichtspunkt, der kein Aussichtspunkt ist, ob der Jan irgendwas sieht. Aber eigentlich unmöglich, durch das Gestrüpp. So, noch einmal in den Himmel rein. Mal sehen, ob er was gesehen hat. Ja, vielleicht mach ich mal ein bisschen länger. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Mal sehen, ob er was sagt. Noch mal zum Schauen. Da unten irgendwo. Aber das ist ganz schön steil. Der Weg führt nicht da lang. Hallo! Was sind wir da?
wegen dem Berg oder was? Ganz also, wir haben nur gehört. Egal wo du warst, was du gemacht hast, wir haben nichts gehört. Also es fehlt noch 20 Meter, man kommt nicht bis ganz runter. Weil der Weg führt immer weiter in die Richtung, so serpentinartig, aber immer mehr nach da. Luftlinie muss sich horizontal so 200 Meter etwa entfernt gewesen sein. Ehrlich, ich weiß nicht, was dich da rumgetrieben hat letztes Mal, aber das war seltsam. Und wie gesagt, ganz runter kommst du nicht, weil dann führt der Weg quasi rechts rum. Ich weiß nicht, wo es da lang geht, keine Ahnung, aber rechts rum wieder. Und nach links gibt es keinen richtigen Pfad. Und da sind sehr, sehr steile Passagen. Der Weg ist allgemein in schlechtem Zustand. Also das erste Drittel ist noch okay. Da hast du Gelände und Stufen. Und beim zweiten hast du nur noch zerbrochene, scharfe Steine. Du musst echt aufpassen, dass es dich da nicht hinlegt. Scheiße. Also keine Ahnung. Ich habe auch im Himmel das hier ein bisschen gemacht, in der Hoffnung, dass man das vielleicht sieht. Also ja, ich habe die ganze Zeit reingeguckt und man hat null gesehen. So, das ist der Aufbau fürs erste Monitoring. Wir sehen hier drei Paralights für den Bereich. Gefilmt von der Full-Spektrum-Kamera, die da ist. Da ist die Sony, die geht den Langgang ab. Allerdings war es bis jetzt alles sehr ruhig, bis auf ein paar Besucher. Mal schauen, was das jetzt noch wird. Okay, gut. Dann der Jan passt auf, ich gehe mal rum, mache trotzdem noch eine Grundmessung sicherheitshalber. Auch wenn wir nicht erwarten, dass hier was ist. Man hört hier auch und fühlt eigentlich den Stellen auch nicht wirklich was. So. Das ist jetzt beim Weltkriegsdenkmal. Ja. Klingt trotzdem. Kannst du deine Videos noch mal schauen, aber eigentlich hatte ich noch mal auf Aufnahme geklickt. Ja, wie ihr seht, komplett rouge heute. Die war gerade, aber nicht leer. Okay, dann wechseln wir jetzt den Akku. Nach kleinen Unterbrechungen machen wir jetzt weiter. Ja, hier ist richtig wollen nicht warm jetzt. Ja, es macht ein gutes Gefühl, die Lampe. So. Und was ich vorhin schon sagte, ihr seht, alles ziemlich ruhig. Ja, ein bisschen rutschig durch den Regen von heute. Muss man kurz fühlen. Jan? Hast du vielleicht geschlurft? Nee. Okay. Also nicht wissentlich, sag es wohl. Kann. Das war wieder ein Typ, oder? Und wo sind sie? Müssen wir auf unser Zeug aufpassen? Naja, ich wollte auch wieder rübergehen. Und damit herzlich willkommen bei der Nachbesprechung. Die geht diesmal ziemlich schnell. Wie gesagt, wir konnten ja nicht sehr produktiv arbeiten. Und ihr habt eigentlich jetzt schon das gesehen, was man wirklich noch so rausholen konnte. Vieles habe ich weggeschnitten, weil einfach es gehören da halt keine anderen Leute drauf, die da Besucher sind, um es mal sehr simpel zu sagen. Was man sehen konnte, ich bin ja den gesamten Berg, also was heißt den gesamten, den Berg so weit runtergestiefelt, bis der eine Kurve
rundherum gemacht hätte und mich dann komplett anders geführt hat. Und habe dann halt hochgeleuchtet und wie wir dann gesehen haben, der Jan hat das Licht nicht gesehen, hat mich auch nicht gehört. Wir sind quasi nicht an der Stelle rausgekommen, wo wir die vorigen Mal die Geräusche am Hang gehört haben. Man kommt da einfach nicht hin. Es gibt, wie ihr gesehen habt, keinen Weg. Dazwischen sind noch die Steilklippen, die habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ihr hättet von unten oder mit einer Drohne filmen müssen. Aber wenn ich dann trotzdem links irgendwo abgebogen wäre durchs Gestrüpp, wäre ich dann zu den Steilhängen gekommen. Und die sind vielleicht jetzt nicht 90 Grad, aber lasst es mal 85 Grad oder so sein. Also wenn man da gerade nicht ausgebildeter Sherpa oder Bergziege ist, kommt man da nicht hin. Wir können es also nicht mit Sicherheit sagen, es war auf jeden Fall sehr komisch und ich glaube, man kommt da nicht wirklich hin. Aber gerne, wenn ihr jemanden kennt, der da schon war oder selbst es gemacht hat, ein Foto, Selfie, was auch immer gemacht hat, könnt ihr es mir gerne zeigen. Dann haben wir was für die Akten, dass wir sagen können, jo, war bestimmt da im Kletterer, auch wenn es halt komisch war, dass der mehrere Stunden dann da verbracht hat. Ansonsten hatten wir nichts wirklich Besonderes gefühlt oder erlebt und auch nichts weiter entsprechend dokumentiert. Und hatten ja dann schon nach ungefähr einer Stunde Monitoring abbrechen müssen hinterher, nachdem ich wiedergekommen war, zu dem Jan hoch, weil halt dann wirklich diese große Störung kam, von der ich berichtet habe. Ja, demnach können wir sagen, außer Spesen nichts gewesen. Die Untersuchung diesmal war halt wirklich ein Flop, sowohl inhaltlich als auch ja, von der Durchführung, weil wegen der Störung. Und ich muss überlegen, oder wir überlegen, ob wir vielleicht doch nochmal ein viertes Mal hingehen, müssen allerdings überlegen, wie wir das machen können, dass wir möglichst wenig Störungen haben, weil eigentlich war in der Theorie das jetzt ein Abend gewesen, wo Störungen nicht zu erwarten waren und nur sehr geringfügig. Und das hat nicht geklappt. Vielleicht müssen wir ja schauen, dass drumherum irgendwann mal alles zu hat, wenn eventuell wieder ein Lockdown kommt oder so, dass man die Gelegenheit nutzt, das irgendwie zu machen. Gut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, freue mich natürlich, dass ihr trotzdem dabei wart und tut mir natürlich auch leid, dass ich hier nichts wirklich Schönes oder Spannendes liefern konnte. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, ich hoffe, ihr bleibt dran und ich sage, macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.